Zerstöre 9 Hüter des Babas. Zerstöre 9 Hüter von Hellheim, um das Tor zu öffnen. Oh, was zur Hölle. Wer sind die Hüter? Die Hüter des Lichts. Von, von, Destiny. Gott, oh Gott, oh Gott. Lass es keine Spinnen sein. Bitte, 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 bitte. Hallo, ich brauche 9 Hüter. Wahrscheinlich ist es Wurmi, Spinni und keine Ahnung wer noch. Ist das einer? Oh, ho, ho, ho. Tschüss! Zählen die schon oder wie ist das? Praktisch, dass die Hüter hier mir so eine Aufladestation hingestellt haben. Laufe ich hier richtig? Oh nein, jetzt fällt das Licht auch noch aus. Ich höre jemanden. Ich bleib stehen, ich bewege. Oh nein, ich sehe was. Im Dunkeln. Das macht 4. Ach so, okay, da sind die. Noch 5 weitere, toll. Nein! Ich muss aufladen. Noch 4. Warum müssen das immer Spinnen sein? Okay, ich muss aufladen. Und sehe ich gleich nichts mehr. Also 4 Stück brauchen wir noch, ne? Ich höre einen, aber ich sehe... Ah, da. 3. Aua, mich juckt's. Nochmal aufladen. Hier ging es auch noch irgendwo lang, ne? Okay. Einer noch, ne? Einen einzigen brauchen wir noch, glaube ich, wenn ich richtig mitgezielt habe. Oh, Collectible. Toll. Alter, in diesem Irrgarten hier verläufst du dich doch. Das, hier muss doch noch irgendwo einer sein, oder?
ist der letzte? Gibt's doch nicht. Wo versteckt er sich? Okay, hier schon mal nicht. Hier ist ein Bereich. War ich hier schon? War ich hier schon? Nein, ich war hier noch nicht. Quietly. Toll. Das sagst du mir jetzt, ja? Jetzt, wo ich alle neun habe. Und wo ich mich hier sowieso verlaufe. Ich lade erstmal auf. Tanken, Arm tanken. So, da ist so fleißig. Bevor wir jetzt weitermachen. Da ist so fleißig zuschaut. Gibt's jetzt nochmal einen Spiele-Key? So. Aufgepasst, jetzt gibt's einen Spieleschlüssel. So. Und auf 3 geht's los. Ready? 3, 2, 1. Viel Spaß damit. So. Viel Spaß damit. Und herzlichen Glückwunsch. So. Schon wieder nicht. Nicht mal 2 Sekunden zu spät, ja. Großartig. Lass mich raten, wir kämpfen noch gegen Dings. Gegen Loki. Speichern. Ja. Die Quelle des Frohsinns. Bei mir steht zum zweiten Mal doppelter Produktschlüssel. Was? Wie doppelter Produktschlüssel? Okay, warte mal. Warte. Moment, ich muss mal eben was nachgucken. Es kriegt die E-Mail nicht, oder was? Nein, nein, ist schon richtig. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ob das... ist schon richtig. Der wurde dann eingelöst schon. Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen legitim. So, also da...
der wurde dann schon eingelöst von jemand anderem. So. Ich habe gerade mal bei mir geguckt, ob ich den einlösen kann. Ich kann den auch nicht einlösen, weil der direkt weg ist. Den hat sich schon jemand ergattert. Alter. Ja gut, kann sein, ne, dass hier jemand ist oder so, der die Spiele sich schnappt. Wir können es auch beim nächsten gleich anders machen. Beim nächsten mache ich gleich eine Frage oder so irgendwie. Und wer als erstes antwortet, der kriegt den Key dann zugeschickt. Per Privatnachricht. This is where her journey ended. Daughter of Loki, ruler of Helheim. Destroyed by the gods as vengeance for the death of Odin's son. Did she really deserve this? Maybe not. Look, beside the throne, the light. Was? Neben dem Thron? Hier oder was? Did you just... How does it feel? My arm is cold. I can barely feel it. The Yangri just absorbed the energy in the scythe and melted it in the atrium. This shouldn't be possible on this... Your body truly has the essence of hell inside. You're half god, whose power has been returned to you. The power to draw strength from death. The spirits! Draw power from them. Destroy the lock, holding us in this room, and let's get back to Midgard and end the Loki. Okay, bam! Bam! Ich brauch Energie! Energie! Dann beenden wir das Ganze jetzt. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Gibt es hier so eine Art Lotterieprogramm, dass man mit Punkten sich melden kann und dann eine Maschine auswählt? Ja, hatte ich mal. Diese, wie hieß es denn mal? Nee. Wie hieß denn das nochmal, das Programm? Das war ganz cool. Wie hieß denn das denn nochmal, das Programm? Irgendwas mit Loot. Ich komme nicht drauf. Wo das mit so einem Rotator ausgewählt wird. Aber sowas gibt es ja. Energie! Das sind Steam-Codes, ja, für Steam. Das sind Steam-Codes. So, bam. Jetzt machen wir Loki fertig. Ja, ich speichere aber erst. Kann ich die auch einfach so aussaugen?
Also. Ich brauche Energie. Ich muss los, ciao! Tschüss! Ich muss los, Bruder! Ich werde doch nicht hier jeden Einzelnen bekämpfen! Das kannst du dir abschminken! Muss ich den ganzen Weg wieder zurück? What a vicious combination. Achso, ich kann den anschließend aussaugen. Das ist ja praktisch. Dann speichern wir doch direkt nochmal. So. Finale. Uhu. Randale. Uhuhu. Na, wie soll ich denn jetzt darauf kommen? Ich bin noch nicht Superman und kann fliegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, ich muss ja rechts durch den Dings, ne? Ach, stimmt ja. Ich muss ja durch die, in den Tunnel. Stimmt. Ich düse schon. Und ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsbett. Und die Liebe, sie macht viel Spaß. Riesenspaß. Warum wackelt jetzt alles hier? Erdbeben? Ja! Rein ins Blümchen! Juhu! Ups, da sind wir schon. Ah, muss ich jetzt wieder mit dem Dings? Ah, muss ich jetzt wieder mit dem Fahrstuhl fahren? Wo muss ich denn nochmal lang? Hier durch. Moin, grüß dich. Moin. Ich bekämpfe doch nicht jeden jetzt hier. Meine Energie ist auch begrenzt. Und natürlich nochmal speichern. Klar, hey. So. Also wir haben die Energie dann jetzt aufgenommen. Na, jetzt geht das wieder los. So this is what the world has called a chaotic mess. It's rather beautiful in its madness. Hey, Henrik. What's it like on Midgard? Oh, right. You haven't actually seen the world. Nein, hab ich noch nicht. Well, it's bleak. Gray cities. Broken countries. I don't think I ever saw a future in Midgard that didn't involve complete destruction. That doesn't sound very appealing. Well, it wasn't all bad. Midgard is home. Well, it was home. People mostly toiled to stay alive, but everyone had something to hold on to in order to stay sane. What did you hold on to before all this happened? Family. I had Sarah and Alice. They were more important to me than anything.
Henrik, who is Alice? Im Wunderland? Was our daughter. She fell ill, and not even Borocorp could help her. The guilt drove me and Sarah further, beyond the sights of humans, to find a cure for her. That's when we found the Absalom, and with it, a voice in the machine. Loki. At first it was a blessing. He helped us cure Alice, and pushed our research and exploration to its peak. We were at the edge of pushing humanity beyond our limitations. Then, he infiltrated our system from within. By the time I realized what he was doing to the staff, it was too late. The last resort was to trigger the emergency protocol and sealing the entry shaft. What happened to your family? Sarah died in the initial chaos. I probably knew it at the time. I heard her voice again. None of that mattered. The look on Alice's face when she heard her mother's voice again. All my suspicions just went away. So I listened to my wife and gathered as many people as I could and sent them out to look for those fucking keys. Alice wanted to help. Like everyone else, she never came back. I thought I could find her, and I could free her, but it was too late. I'm sorry, Henrik. Yeah, me too. Without my obsessive searching, none of this would ever have happened. Alas, when it's done, it's done. Now I need your help to fix this. Loki must be annihilated for the sake of everyone and everything in the Nine Worlds. I plead to you, you must destroy Loki.